Ich war heute wieder mit Gunsel in Brookhaven unterwegs und zusammen wollten wir ein paar Online-Data trollen. Doch dann haben Gunsel und ich gewettet. Wer von uns schafft es schneller, einen Online-Data zu klären? Nur was Gunsel nicht wusste, ich habe sie einfach mal als Online-Data getrollt. Und Leute, es ist zu lustig geworden, deswegen schaut das Video bis zum Ende. Lasst ein Like und ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Gunsel, du weißt jetzt, was abgeht, oder? Nein. Was denn? Wie nein? Der Club hat geöffnet. Wir gehen Party machen. Oh mein Gott, let's go, Leute. Wie krass ist das denn? Ab in den Club, Leute. Ey, das ist dieser spezielle Brookhaven Club, ne? Ja, ja, aber der Club gehört mir, du weißt doch. Mir gehört ganz Brookhaven. Was? Wirklich? Ja, warte, ich kann sogar die Musik auswählen. Und oh mein Gott. Und hörst du? T-Pink-Song. Wow, Leute, wie krass ist das denn? Lass uns schon mal ein Like da. Mega nice, Lami. Feier ich unnormal. Okay, aber weißt du, was noch heute abgeht? Ja, was denn? Du siehst ja, wir sind hier zwei Baddies und naja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir heute ein paar Online-Data trollen, okay? Leute, ich glaube auch, es wird jetzt Zeit. Let's go, Lami. Wo sind denn eigentlich unsere ganzen Kollegen? Also ganz ehrlich, wir haben keine Kollegen. Wir sind alleine hier. Was? Ja, aber wir müssen zum Spawn, okay? Denn hier am Spawn tauchen immer neue Spieler auf, wie zum Beispiel dieses Mädchen. Schau mal, ich kläre mir die jetzt, okay? Okay, mach mal. Ich schau mal zu, Leute. Das ist so lustig gerade. Okay, ich schreibe einfach guck mal. Hey, Baby. Oh mein Gott, ey, guck mal, sie steht auch auf Ronaldo. Oh, warte mal. Okay, ich habe jetzt den Ronaldo-Riss, okay? Ey, Leute, was passiert hier? Oh mein Gott, Lami, sie schreibt hey. Sie schreibt hey einfach. Hey, let's go, Lami. Jetzt klärst du sie aber. Sag mal, du hast ein voll schönes Trikot, weil das ist Ronaldo-Trikot. Guck mal, hier hinten bei ihr Rücken steht einfach Ronaldo. Weißt du, was ich lieber schreibe? Ich schreibe einfach mal, ich bin dein Ronaldo. Nee, das wurde zensiert. Oh, das sieht man nicht, das sieht man nicht. Ich schreibe hier mal, ich sag einfach. Sag einfach so, Lami steht auf dich. Hä? Oh nein! Hey, das wurde zensiert. Und warte mal, du darfst doch nicht sagen, dass ich Lami bin. Ach so, das weiß sie noch gar nicht. Natürlich weiß ich das nicht. Okay, warte mal, ich sehe noch aus wie Lami. Ich glaube, ich muss mich da umziehen oder so. Genau, Lami, komm mal jetzt schnell. Okay, okay, komm jetzt schnell. Du musst jetzt mit dir ins Salon gehen. Du musst dich jetzt mal einmal komplett umziehen. Ey, ich glaube, wir haben das Mädchen so verwirrt. Naja, komm schnell, ganz ehrlich. Schnell. Gunsel, wir machen jetzt einen Deal, okay? Okay, machen wir jetzt. Also du gibst mir ungefähr so 5 bis 10 Minuten Zeit, einen neuen Skin zu erstellen. Okay. Und in dieser Zeit hast du die Mission, du musst ein Online-Data klären, okay? Was, ich? Ja, alleine, ohne meine Hilfe. Alter, Leute, ist das gerade Lamis Ernst? Also muss ich jetzt ohne dich einfach durch Brookhaven durch und mir einen Freund finden? Ja, ganz genau. Du weißt doch, ich habe dir ein paar Tipps gegeben. Du weißt, wie das läuft und so, mit dem Riss und so. Leute. Aber jetzt musst du alles alleine machen, okay? Mann, Leute, ich hatte das so oft schon mit Lami gemacht. Aber alles gut, Lami, ich schaffe das hoffentlich, ja? Okay, ich habe jetzt Beauty Day. Ich habe jetzt Termin. Ich muss erstmal Haare waschen und so. Ciao. Mann, Lami kann sich ja glücklich schätzen. Leute, was mache ich denn jetzt eigentlich? Aber wartet mal, lässt mich Lami wirklich allein? Ey, der lässt mich wirklich allein. Lami, hallo? Leute, geht's ihm gut? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich guck mal jetzt. Oh, hier ist eine Limousine, Leute. Ist da jemand drin? Ist da jemand? Ich sitze einfach alleine. Leute, wie soll ich mir denn hier jemanden klären, wenn ich die ganze Zeit alleine bin? Ich muss jetzt irgendein Fahrrad holen oder sowas. Ich muss jetzt irgendjemanden suchen, so. Okay, Leute, Gunsel hört mich jetzt nicht, aber ich werde jetzt einfach mal meinen Skin umwechseln. Und Leute, Gunsel wird das eh nicht merken. So, zack und... Das ist jetzt mein Online-Data-Skin. Und mit diesem Skin werde ich jetzt einfach mal Gunsel trollen. Die wird jetzt so denken, aha, das ist einer, den ich mir klären kann. Aber das bin ich, Leute. Und ich werde sie einfach trollen. Ach Mann, Leute, ich suche schon die ganze Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, hier ist einfach keiner. Und wenn ich jemanden finde, dann sind das Mädels. Leute, ich glaube, ich verliere heute die Challenge. Ich fahre mal und fahre mal und... Oh, hier ist jemand. Hier ist einer. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz, ich muss noch von meinem Fahrrad aussteigen. So, bin jetzt gerade sehr aufgeregt. Oh mein Gott, Leute, er schreibt, hey Girl. Oh mein Gott, er sagt zu mir. Okay, warte, ich schreibe ihm mal jetzt. Ich schreibe mal, hey, ich sag mal, wie geht's? Oh mein Gott, Leute, ich glaube mit wie geht's? Oh mein Gott, er schreibt gerade, sieht voll slay aus. Leute, ich bringe ihn jetzt zu Lami. Warte mal ganz kurz. Ich sag, komm mal mit. Er soll mal mitkommen. Leute, ich kaufe mir jetzt schnell ein Haus. So, er kommt jetzt auf jeden Fall mit. Komm mal mit. Kommt er jetzt? Schauen wir mal. Oh, er kommt mit, Leute. Leute, ich zeige ihn gleich Lami. Heute ist der beste Tag ever. Auf jeden Fall hole ich mir erstmal ein Haus.
Warte mal, kommt der immer noch? Er kommt einfach wirklich mit. Ich hole mir jetzt ein Haus, dann gehen wir da rein, dann rufe ich mal kurz Lami an. Dann soll er uns mal besuchen kommen. So, ich hoffe, gleich passiert nichts Peinliches, während wir die ganze Zeit auf Lami warten. Aber soll er mal erstmal mitkommen, so. Hey Leute, ich habe keine Ahnung, ob Jansel das gecheckt hat, aber ich glaube nicht. Sie denkt wirklich, ich bin irgendein Fremder, aber sie wird getrollt. Oh, keine Ahnung, was sie jetzt machen will. Ich weiß doch nicht, wo sie hinläuft, hä? Jansel, wo läufst du hin? Hat sie überhaupt einen Plan oder so? Aha, sie erstellt ein Haus, okay, okay. Okay, Leute, ich erstelle mir jetzt das Haus und das ist natürlich extra dafür da, dass Lami mich auch gleich besuchen kommt. So, wir machen das jetzt nochmal pink. Ich hoffe aber, dass dieser Junge hier nicht irgendwas Falsches denkt, weil ich ihn jetzt mit nach Hause nehme. Aber ich denke mal, sieht eigentlich ganz okay aus. So, jetzt gehen wir mal hier rein. So, ich rufe auch gleich Lami an. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt ein Telefon hier irgendwo? Oh, oh, Pink steht dir voll. Leute, ich wollte eigentlich nur, dass Lami das sieht, dass ich jetzt jemanden habe. Aber dass er jetzt sowas sagt, keine Ahnung. Ich sag mal einfach danke. Du bist auch cool. Vielleicht. Du bist auch cool. Okay, mehr wollen wir jetzt natürlich nicht mit ihm reden. So, jetzt gehen wir mal hoch. Hier, irgendwo muss doch ein Telefon sein, oder? Hey, irgendwo muss ich doch jetzt Lami anrufen. So, was ist denn hier? Oh Mann, Leute. Ich habe kein Telefon hier. Der verfolgt mich die ganze Zeit. Danke, bin auch Single. Leute, ich glaube, ich bin im falschen Film. Leute, Mann, mir ist schon klar, dass du Single bist, aber ich wollte doch nur, dass es Lami sieht. Mann, das nervt gerade. Leute, was soll ich jetzt machen? Soll ich hier rausgehen und was soll ich machen? Warte mal, ich schrei einfach aus dem Fenster. Wisst ihr was? So. Lami, wo bist du? Leute, warum antwortet die mir nicht? Die geht einfach nur weg auf dem Balkon. Was macht die hier auf dem Balkon, hä? Ich habe hier gerade geschrieben, ich bin Single. Hallo, antworte mir mal. Okay, Leute, vielleicht brauchen wir bei Jansel einen besseren Riss. Wie wär's mit? Rosen sind rot, Weilchen sind blau. Du und ich Slay, das weiß ich genau. Alter, was passiert hier? Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Du und ich Slay, das weiß ich genau. Ich sag ihm jetzt, kannst du bitte sitzen bleiben? Er soll mich mal nicht nerven, Mann. Oh Mann, geh weg. Warte, er soll mal irgendwo bleiben. Oh nein. Jetzt ist es zu einem richtigen Date hier geworden. Ey, Leute. Darauf hatte ich jetzt mal gar keine Lust. Na? Darauf hatte ich gar... Ich hau jetzt schnell ab. Ich hau jetzt ganz kurz schnell ab. So, ich muss jetzt hier in irgendein Zimmer oder hier wenigstens raus an die Terrasse. So, raus, raus. Kann ich die Tür zumachen? Kann ich die Tür zumachen? Bitte, bitte. Ah, die Tür ist zu. Leute, ich hoffe, er kommt jetzt erstmal nicht. Das soll mich mal kurz nicht nerven. Ich sitze jetzt hier so lange, bis Lami kommt. Ist mir jetzt egal. Leute, was passiert hier? Oder Leute, wartet mal. Soll ich ihn mir jetzt wirklich klären? Hä? Leute, wo ist sie hingelaufen? Die ist einfach weggelaufen. Wisst ihr, ich schreibe einen Rissbruch und die läuft einfach weg von mir. Hä? Hallo? Wo ist die? Alter, jetzt, guck mal, er sucht die ganze Zeit nach mir, ey. Der nervt. Ganz ehrlich, ich bleib hier jetzt die ganze Zeit sitzen, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, soll ich jetzt irgendwie zu ihm gehen oder nicht? Oder, Leute, wisst ihr was? Komm, wisst ihr was? Ich stehe jetzt einfach mal auf. Komm, obwohl, guck mal, er hat mich gesehen. Er wird eh kommen jetzt. Er kommt jetzt safe. Hey Leute, da vorne ist sie, aber die hat mich einfach ausgesperrt. Hallo, ich muss hier auch raus. Okay, Moment mal. Trick 17. So. So, jetzt läufst du nicht weg von mir, okay? Alter, was ist hier gerade passiert? Alter, habt ihr das Wie, Trick? Was ist denn hier gerade? Was ist denn hier gerade passiert? Was hat er denn hier für einen Trick? War das ein Bett? Womit er hier durchgespawnt ist? Da, was passiert hier? Okay, Leute, wisst ihr was? Wenn er schon bis hierhin gekommen ist, dann lasst uns mal zusammen jetzt wirklich sitzen. So. Ich hoffe, der Typ setzt sich auch gleich hin. Ich schreibe ihm mal kurz. Setzen. Oh, wir sind jetzt zusammen, okay? Ich hab doch gesagt, setz dich erstmal hin, Leute. Er hört mich gar nicht. Man sitzt erstmal. Schreib ihr die ganze Zeit einen Rissbruch und sie schreibt einfach sitzen. Was sitzen? Okay, Leute, vielleicht klappt es besser mit Blumen. Hier, sogar pinke Blumen. Hier, bitteschön. Alter, Leute, er schenkt mir nicht gerade Blumen, oder? Okay, wisst ihr was? Der versteht die ganze Zeit nicht, was ich mit sitzen meine. Ich stehe mal jetzt einfach auf. Weißt du was? Ich schreibe ihn jetzt einfach. Danke, sage ich jetzt erstmal. Erstmal danke. Und danach, er hat mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen sein möchte. Was soll ich jetzt antworten? Leute, Lami ist da noch gar nicht gekommen. Ich wollte eigentlich nur Lami nur so zeigen, dass ich einen Freund habe angeblich. Aber ich glaube, das wird dir richtig ernst. Aber weißt du was? Ich glaube, er wollte schreiben, wir gehen auf ein Date. Okay, wisst ihr was? Ich sag jetzt einfach okay. Leute, ich sag jetzt einfach okay, ist mir jetzt wirklich egal. Okay, aber wir gehen zusammen zu Lami. Genau. Okay, komm. Komm mit,
Ich hatte doch Lami zuletzt im Beauty-Salon gelassen. Lasst mal dorthin gehen, ne, Leute? Ist doch eine gute Idee, oder? Okay, komm mit. Leute, ich habe jetzt offiziell ein Date mit ihm. Okay, Leute, ich glaube, die 5 bis 10 Minuten sollten gleich um sein. Das heißt, ich muss mich gleich wieder in Lami umwandeln. Und naja, Johnson wird niemals herausfinden, dass ich dieser Online-Dater war. Okay, ich hoffe, der Junge kommt jetzt mit mir mit. Warte mal, ich habe gar nicht gefragt, wie er heißt. Warte mal, ich frage ihn mal kurz, wie er heißt. Ich sag noch dieser Junge. So, wie heißt du? Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, er hat's gesehen. Schreib mal einen Name. Leute, wie soll ich denn seinen Namen rausfinden? Oh mein Gott, er hat's verstanden. Er sagt, nenn mich Baby! okay, komm, wir wollten doch jetzt ein Date haben, oder? Jetzt, dann lass mal zu Lami gehen, schnell! Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Er verfolgt mich auch, er ist richtig schnell. Wir müssen jetzt schnell zu Lami. Ey, Leute, ich habe wirklich keine Ahnung, ob dieser Rissi gerade funktioniert oder läuft die gerade weg von mir, läuft die mit mir? Ich habe keine Ahnung, ich höre sie ja nicht. Aber naja, ich glaube, es wird gleich Zeit, dass wir wieder, naja, Lami werden und Janzel aufklären oder so. Ich habe aber keine Ahnung, wo die hinläuft. Okay, Leute, jetzt sind wir wieder da, hier beim Beauty-Salon. Da hatte ich doch Lami als letztes gelassen. Ice Cream, warte, der Junge verfolgt mich. Komm mit, komm mit. Okay, und jetzt endlich. Lami, Lami, ich hab einen Freund. Lami? Lami? Wo ist Lami? Leute, Lami ist nicht hier. Ich hab so lange ein Date gehabt und alles. Und ich hab ihn sogar zu mir nach Hause gerufen. Er sagt sogar, Baby nennen uns. Und Lami ist einfach nicht hier. Kann ich denn Haare machen? Nein, das sollte jetzt kein Date sein. Mann, Leute, ich glaube, der versteht jetzt alles falsch. Egal, ich sag jetzt einfach okay. Okay, oh mein Gott, Leute, ich hoffe doch, Lami kommt. Wo ist der? Wo ist er eigentlich? Geh mal kurz auf Klo. Okay, gut, dann geh mal kurz auf Toilette. Leute, ist das dein Ernst gerade? Okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Leute, hilf mir mal in den Kommentaren. Hey Leute, ich habe geschrieben, dass ich jetzt auf Klo gehe, aber ich verwandle mich einfach ganz schnell zurück. Und jetzt muss ich wieder ganz schnell anrufen. Moment. Ey, Lami ruft mich gerade an. Wartet mal. So, jetzt. Hallo, Lami. Hier bin ich wieder. Na? Endlich. Ey, Lami, wo warst du? Ey, jetzt ist dieser eine Junge auf Klo gegangen. Ich habe einen Jungen kennengelernt. Er war sogar bei mir zu Hause. Wir hatten ein Date. Und er wollte jetzt meine Haare färben, aber er ist gerade weg. Ja, du lügst. Du hast ein Mädchen hier kennengelernt. Die fragt dich, bist du es, Ganze? Aber wo ist denn hier ein Junge? Ey, warte mal. Was? Hier ist ein... Oh mein Gott, da ist wirklich ein Mädchen, aber... Lami, ich mein's ernst, ich hatte wirklich ein Date. Ich habe die Challenge gewonnen. Du hattest kein Date, du warst die ganze Zeit nur hier mit dem Mädchen. Nein, Lami, frag wen du möchtest, wirklich. Frag die Leute in den Kommentaren, ich hatte wirklich ein Date. Du lügst, ich glaub dir nicht. Gott, Lami, glaub mir jetzt nicht, ihr müsst doch jetzt alle kommentieren. Ey, Lami, du weißt nicht, er hatte so richtig so Tattoos und er war so ein bisschen Rocker und so. Ja, und ja, ist klar. Ey, du denkst, ich mach grad einen Witz, oder? Ja, ich glaube, du willst mich trollen oder so. Leute, schreib mal in die Kommentare die Wahrheit. Hatte Janzel ein Date mit jemandem? Ich glaube nicht. Ja, ey, Lami, ist gerade dein Ernst? Ja, aber ganz ehrlich. Oha, guck mal, die hat Lami-Merch an. Guck mal, die ist richtig cool. Du hast ja jetzt ein Date. So schnell? Ja, ich habe jetzt ein Date. Schau, ich habe sogar Blumen. Ich habe so lange gesucht und du hast schon in einer Sekunde? Oh Mann, Lami, jetzt wirst du mir nie irgendwas glauben. Ja, Janzel, damit hast du die Challenge verloren. Du schaffst es einfach, keinen Online-Dater zu klären. Mann, Leute, das stimmt gar nicht. Ich habe es geschafft. Aber Leute, schreibt unbedingt in die Kommentare, was soll ich noch mit Janzel hier in Brookhaven machen? Leute, das ist so gemein. Ich hatte ein Date. Sagt alle, was ihr wollt. Leute, kommentiert, dass ich ein Date hatte. Beweist es mal Lami. Wirklich. Ja, Leute, beweist es mir mal. Ist richtig sauer. Naja, Freunde, ihr könnt links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Außerdem müsst ihr noch Janzels Kanal abchecken. Dort haben wir auch coole Videos gemacht. Auf jeden Fall, Leute. Und nochmal kommentieren, dass ich ein Date hatte. Ey, das kann nicht wahr sein. Lüge. Naja, Leute, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ciao. Tschüssi.